So, dann geht's jetzt raus, Freunde. Achtung. Na komm. Willst du mal ein Stück Brokkoli probieren hier? Nee, ne? Hier was Süßes. Eine Karotte. Auch nicht. Heute erzähle ich euch 5 Fakten über Katas. Lemuren, also auch diese Katas hier, gehören zu den sogenannten Feuchtnasenaffen. Insgesamt gibt es über 100 Arten von Lemuren und die gibt es nur auf Madagaskar und den benachbarten Inseln. Katas leben in einem sogenannten Matriarchat, das bedeutet, dass bei denen die Weibchen das Sagen haben. Und bei den Katas geht es sogar so weit, dass das ranghöchste Männchen immer noch niedriger im Rang ist als das rangniedrigste Weibchen. Katas sind genauso wie wir Allesfresser, aber in erster Linie ernähren sie sich von Früchten. Es stehen aber auch zum Beispiel verschiedene Gräser, Blätter oder allgemeine Pflanzenprodukte auf dem Speiseplan, aber genauso wie kleine Insekten oder Spinnen zum Beispiel. Was anderes, was sie auch noch fressen teilweise, sind kleine Wirbeltiere, also zum Beispiel Vögel oder Chamäleons. Aufgrund der Zerstörung ihres natürlichen Lebensraumes und der Bejagung durch die Menschen sind leider auch Katas vom Aussterben bedroht.